Hallo, wir sind die Schülerinnen vom Hölderlin-Gymnasium und wir sind die Moderatorin Adlina, Merita, Xenia. und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei den gedrehten Interviews von uns. Hallo, ich bin Xenia und wir sind hier in der Baumhallenhalle. Ich bin neben der Station Geocaching und das hier ist Elena. Ja, Elena, was kannst du mir über Geocaching erzählen? Also Geocaching ist eine digitale Schnitzeljagd mit so einem GPS-Gerät, wo man dann von Punkt zu Punkt geleitet wird und mit einem Kompass dann die Punkte finden kann. Okay, Elena, was können die Kinder an eurem Stand hier machen? Also es ist normalerweise wie so eine Schnitzeljagd, nur stehen hier die Koordinaten drauf und die muss man dann ins GPS-Gerät einschreiben und dann kommt ein Kompass und dann kann man mit dem Kompass zusammen laufen und der leitet einem sozusagen den Weg. Okay, danke, das hört sich ja richtig spannend an. Dann probieren wir das auch mal gleich aus. Hallo, ich bin Xenia und ich stehe hier auf der Spiel- und Freizeitwiese im Luisenpark. Neben mir steht die Frau Spiegel. Sie ist die Geschäftsführerin der Klaus-Tschirra-Stiftung. Und ja, Frau Spiegel, was sind denn die Ziele der Klaus-Tschirra-Stiftung? Können Sie mir das in ein paar Worten zusammenfassen? Die Klaus-Tschirra-Stiftung fördert die Naturwissenschaften, die Mathematik und die Informatik und vor allem wirbt sie für deren Verständnis in der Öffentlichkeit. Okay, vielen Dank. Und ja, was hat denn diese Stiftung mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Wir schauen, dass wir schon die ganz kleinen Kinder erreichen, wie man hier auf der Spiel- und Freizeitwiese vielleicht ja auch sehen kann. Haben wir durch unsere Forscherstation schon versucht, im Kindergartenalter die Kinder an die Naturwissenschaften heranzuführen, beziehungsweise besonders bei den Erzieherinnen auch die Angst zu nehmen, sich für diese Fächer zu begeistern. Okay, vielen Dank. Was sind denn die nächsten Pläne der Schira-Stiftung? Ja, natürlich freuen wir uns schon auf nächstes Jahr wieder zu Explore Science. Wir haben aber auch gerade eine ganz neue Stiftung noch gegründet, das Heidelberg Laureate Forum Foundation. Das ist eine neue Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, alle Laureaten aus dem Bereich der Mathematik und der Informatik nach Heidelberg zu locken. Und zu deren Ehren machen wir praktisch eine ganze Woche lang eine Veranstaltung hier. Dann haben wir als nächsten großen Event den Klaus-Tschirra-Preis für verständliche Wissenschaft im Oktober. Und so zieht sich das bei uns das ganze Jahr eigentlich immer durch mit Veranstaltungen. Okay, vielen Dank. Hallo, ich bin Adlina und neben mir ist Herr Ozoll, der Projektleiter von Explore Science. Ja, hallo. Können Sie in ein paar Sätzen zusammenfassen, um was es bei Explore Science geht? Ja, Explore Science, die naturwissenschaftlichen Erlebnistage der Klaus-Schirra-Stiftung, ist eine fünftägige Veranstaltung im Luisenpark in Mannheim, findet einmal jährlich statt. Und es geht darum, praktisch Naturwissenschaften live zu erleben. Also viele Experimente, man kann ausprobieren, man kann Sachen selber machen, man kann was basteln, man kann entdecken, erforschen. Also wir haben jede Menge Sachen praktisch da, jedes Jahr zu einem anderen Thema. In diesem Jahr das Thema Geowissenschaften. Wer kommt denn alles zu Explore Science? Ja, also eigentlich kommen alle, hätte ich fast gesagt. Also von den Altersklassen ist es so, dass vom Kindergartenkind bis zu den Erwachsenen am Wochenende hauptsächlich Familien, über die Grundschulen, weiterführenden Schulen bis zur Oberstufe eigentlich alle Zielgruppen angesprochen sind. Wir haben für alle Altersklassen entsprechende Experimente, aber natürlich ist jeder an jedem Stand willkommen und kann auch alles ausprobieren. Auch die Jüngeren, die sagen, ach Mensch, ich möchte heute mal beim Haus der Astronomie was zur Atmosphäre vom Mars angucken, die sind dann natürlich auch herzlich eingeladen. Von den Besucherzahlen ist es so, wir haben jetzt heute den dritten Tag und an die Zahlen habe ich heute natürlich noch nicht. Und an den letzten beiden Tagen hatten wir jeweils im Schnitt 9000 Besucher pro Tag. Okay, was wird nächstes Jahr das Thema sein? Nächstes Jahr das Thema ist biologische Vielfalt oder auch Biodiversität. Da geht es um die Artenvielfalt auf der Erde. Da freuen wir uns schon ganz besonders drauf. Wir sind nämlich das Explore Science vorbereitet. Wir sind ein Dreierteam, das mache ich natürlich nicht alleine. Und eine Kollegin von mir ist Biologin und freut sich schon ganz besonders drauf auf die biologische Artenvielfalt. Und wir haben da schon viele Ideen und gehen dann praktisch nach Explore Science in die inhaltliche Planung. Und da suchen wir natürlich auch wieder Partnerschulen, die sich auch wieder aktiv beteiligen möchten.